Hallo, hier ist Robert von Sweet Dreams oder Robin Stevens seit einem Jahr halt. Heute zeige ich euch, wie dreifarbige Pralinen gemacht werden, also in drei Ebenen halt. Ich denke mal, sonst sieht man genug Pralinen, wie die halt hergestellt werden und ausgegossen werden und bla bla. Sondern ich will euch mal was anderes halt zeigen dann da. Ne? Und zwar brauchen wir dann die Form halt dafür. Ne? Die hier, Schnitzbeutel. Dann die drei Sorten Schokolade. Wir fangen oben an mit der weißen Schokolade, dann Vollmilch und dann Zartbitterschokolade halt dann da. Ne? Okay. Natürlich müssen die alle temperiert sein dann auf einmal, weil die flüssig in die Form reinkommen. Und dann ausgegossen wird wieder. So, dass du reinzeigen kannst. Ein Drittel voll machen die Pralinen. Gucken, dass es am Rand nicht hochkommt, weil sonst sieht man das nachher an der Praline halt. Wichtig ist dann, wenn die Pralinen dann halt oder die Schokolade dann die nächste Sorte reinkommt, dass sie nicht einfach in die Mitte gespritzt wird, so wie wir das jetzt mit der weißen Schokolade machen, sondern dass sie am Rand hoch gespritzt wird und dadurch halt die weiße Schokolade dann in die Mitte gedrückt wird. Ein bisschen glatt klopfen, hier kann man es nochmal sehen, dass es schön glatt halt drin ist. Dann nehmen wir die Vollmilchschokolade. Natürlich klumpenfrei, damit man das anständig spritzen kann. Okay. So groß genug haben wir dann, dass man nicht zu viel drücken muss. Dann gucken wir einmal jetzt. Okay. Am Rand spritzen, wieder abdrücken. Und so kann man sehen, dass die Schokolade, die weiße, dann in die Mitte halt gedrückt wird, wenn wir am Rand spritzen. Muss nur schnell genug sein, weil dann natürlich, wenn ich anfange mit der Vollmilchschokolade reinzuspritzen, dass natürlich die weiße Schokolade dann an den anderen Seiten dann hochgedrückt wird. Mit der Schokolade noch. Wie gesagt, schnell genug sein. Das werden wir nachher sehen, ob alles gut funktioniert hat. Können wir die halt nachher rausstürzen aus der Form. Sehen, dass es drei verschiedene Farben halt von außen sind dann. Es hätte ein bisschen gleichmäßiger sein können. Aber wir sehen es nachher gleich, wenn es halt rauskommt aus der Form dann da. Ne? Okay, ich schütze einmal aus. Jetzt schön sehen. Zeigst du einmal drauf. Die unterschiedlichen Farben halt. Die hätten ein bisschen dünner sein können, sodass das Dunkle halt besser rauskommt dann. Aber sonst. Die Form ist jetzt einmal ausgegossen gewesen mit den drei unterschiedlichen Schokoladen. Wir gießen es jetzt noch einmal nach, damit wir eine etwas stärkere Wand haben. Das machen wir jetzt einfach mit
Vollmilchschokolade dann da, ne? Dann wird die wieder ausgegossen, ein bisschen abgeklopft, damit sie nicht so dick ist am Rand. Genommen werden und dann können wir die eigentliche Praline dann sehen dann da. So, die Form, die war jetzt ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde im Kühlschrank bei ungefähr plus 4 Grad und so, dass man sehen kann, dass es sich halt gelöst hat, dass halt Luft dazwischen, zwischen die Schokolade halt und der Form gekommen ist und dann kann man die einfach so rausnehmen und so sehen sie dann aus. Sie hätte ein bisschen gleichmäßiger sein können, dass halt mehr dunkle Schokolade ist halt, aber sonst ist im Prinzip, so sollen sie ja dann aussehen. Dann, ja, ne? Die bleiben in der Form dann drin, bis sie halt gefüllt. Dann wird das halt geschlossen mit Zartbitterschokolade, dann, weil halt der letzte Ring halt Zartbitterschokolade ist. Das war's dann für dieses Mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Sweet Dreams. Ciao.